Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Über Dreisat wundere ich mich auch in letzter Zeit ein bisschen. Irgendwie gibt es da merkwürdige Dinge. Also am 6. Dezember lief dort eine Doku mit dem Titel Asiens Schätze im Osten. Es gab also in Dreisat so einen ganzen Thementag. Da ging es um ferne Länder und ferne Schätze und so, ferne Kulturen. Und dann eben auch diese Dokumentation. Und das ist mit Dieter Mohr, der das also den Off-Text in Teilen spricht. Und ganz plötzlich gibt es einen radikalen Schnitt und er kommt mitten in der Doku zu einem völlig anderen Thema, was überhaupt nichts mit Schätzen im Fernen Osten zu tun hat. Zu Goguryeo-Zeiten lebten hier bereits 100.000 Menschen, heute knapp 3 Millionen. In vielem steht Nordkorea heute ganz in der Tradition Tongmyongs, des ersten Königs Goguryeos. Kampfbereit bis in alle Ewigkeit, das war die Philosophie der Goguryeo-Kriege. Dafür haben sie sich auch fit gehalten, meine Damen und Herren. Ich kann mir vorstellen, dass die Goguryeo-Kriege diesen Mann hier, der neben mir sitzt und in dessen wunderschönem alten Mercedes ich hier durchs Gelände fahre, dass der ihnen möglicherweise gut gefallen hätte. Er ist ein Kämpfer, oder Herr Strohhofer? Na, auf jeden Fall. Und vor allem kämpfe ich für die Reisenden, für die Fernfahrer, die unsere Wirtschaft und die Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft aufrechterhalten. Deswegen habe ich einen Autohof gebaut, 1981. Ja, Moment, das sagt sich so leicht. Ich habe einen Autohof gebaut. Das ist mittlerweile der größte Autohof Deutschlands. Wie kam es denn dazu? Weil ursprünglich sind Sie ja Bauer gewesen. Ja nun, als Bauer ist man ja bodenständig, kennt seine eigenen Bedürfnisse, weil man auch früher schon sehr gerne gereist ist, ja, und kennt vor allem die Bedürfnisse der Betriebswirtschaft auch, weil man ein Bauer ist, ein Unternehmer, ja, der muss unternehmerisch denken, und wenn man mir eine Autobahn in meinen Hof hineinbaut, dann benutze ich meinen Kopf zum Denken und nicht nur zum Haarschneiden. Also das war so, dass Sie einen ganz normalen Bauernhof hier, ja, hatten, bewirtschaftet haben, und dann hieß es plötzlich, Autobahn kommt. Ja nun, ich habe natürlich zu der Landwirtschaft schon immer andere Tätigkeiten gehabt. Ich habe immer gehandelt, denn so viel gehandelt ist mehr wie so viel gearbeitet. Das ist mein Hobby. Arbeiten ist mein Lebenselixier und daraus entsteht halt sowas. Was soll das? Ja, wenn ich eine Doku sehen will über Schätze in Asien, dann möchte ich nicht so einen Quatsch zwischendurch sehen. Das hat nichts mit dem Thema zu tun, ja. Dieses Gespräch im Auto geht geschlagene 7 Minuten. Und Dieter Mohr schafft es dann aber elegant wieder zum eigentlichen Thema zurück zu moderieren. Ja. Wo uns dann die Erbschaftssteuer auffrisst, sondern das wird jetzt über alles schon gemeinsam gemacht. Die Enkelkinder sind bereits eingebunden. Unsere Kinder haben mit 5, 6, 7 Jahren schon arbeiten dürfen, mal Holz reintragen, Kartoffeln holen. Da haben sie 10 Cent gekriegt oder 10 Pfennig damals. Und das hat sich summiert, die können sich alle Urlaube in der Schule leisten, die sind mit den Skiurlaub gefahren. Und so wie sie als Kind geprägt wurden, nicht mit Geld, sondern mit Beispiel, ja, so sind sie jetzt auch im Betrieb. Ja, meine Damen und Herren, während wir hier noch ein wenig über den Hof kutschieren, begeben Sie sich wieder auf die Weltreise. Wir bleiben in Korea, reisen aber in den südlichen Teil. Da ist ja ein Werbebreak interessanter zwischendurch, ja, bei den Privaten als sowas, ja. So, ja, wunderbar, ne? So, aber glauben Sie mal nicht, dass Dieter Mohr nicht ein zweites Mal zu dem Autohofbesitzer zurückschaltet. Es geht noch munter weiter. Luang Prabang wandelt sich. Das weiß auch Abt Achan. Die neue Zeit hat die abgeschiedene Stadt des Buddhismus erreicht und bringt Veränderungen. Doch für den Abt sind sie spirituell ohne Bedeutung. Noch lebt Luang Prabang im sanften Rhythmus der Religion. Ruhig, fast gemächlich fließt die Zeit in der alten Königsstadt am Mekong. Wir sind immer noch im Gespräch mit Anton Strohhofer, meine Damen und Herren, dem Gründer und Besitzer von Autohof Geiselwind. Herr Strohhofer, es gibt unglaubliche Gerüchte zu Ihnen. Zum Beispiel wurde mir zugetragen, Sie hätten mit Linsensuppe Johnny Cash irgendwie glücklich gemacht. Ja, was ist da dran? Das stimmt. Allerdings war das zweimal. Johnny Cash hat mich wiederholt besucht
Nicht nur wegen mir, meiner Person. Also, weil er mal ein Geiselwind hier... Nur wegen der Liste, so mit Würsten und Speck. Ja, aber wie kommt Johnny Cash nach Geiselwind? Das würde mich interessieren. Naja, er war ja mal hier, hat hier gedient. Als Soldat. In Ingolstadt. Ach so. Genau, ja. Und deswegen hat er Deutschland gerne besucht. Er wollte auch unbedingt... Aber wie haben Sie sich kennengelernt? In Amerika. Ich habe eine deutsch-amerikanische Freundschaft geschlossen. Ist ja hochspannend. Bloß mit dem Thema Asien nichts zu tun, Entschuldigung. Wenn es denn wenigstens nicht Johnny Cash, sondern Jackie Chan oder so gewesen wäre, dann hätten wir einen Bezug zu Asien wenigstens gehabt, ja. Aber so ist das ein bisschen schwierig, ja. Auch hier schafft es Dieter Mohr erneut elegant, wieder zum Thema zurück zu moderieren. Ich würde auf meinem Sterbebett eine Botschaft für meine Nachkommen, die gerade da sind, hinterlassen. Macht weiter so, bleibt euch selbst treu. Wer mit sich zufrieden ist, ist auch mit Gott und der Welt zufrieden. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Strofe. Und wir bleiben im weiteren Sinne beim Thema. Wir begeben uns ins vietnamesische Hue, dort, wo die Trauer lächelt. Tja, da sind wir ja froh, dass der Herr noch vom Sterbebett gefaselt hat, damit er auch noch zum Thema Tod in Asien überleiten konnte. Ja, dann lief die Doku normal weiter. Da war vor Dieter Mohr und dem Autohofmenschen dann nichts mehr zu sehen, aber hat ja auch gereicht. Ne? Ist ein neues Konzept vielleicht jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen? Keine Ahnung. Demnächst eine Holocaust-Doku vielleicht und Dieter Mohr interviewt einen Schornsteinfeger zwischendurch oder so. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.